Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst, haben wir diesen Sommer ganz in das Zeichen der holden Damenschaft gesetzt. Und zwar mit dem sogenannten Frau Gust. Der ist jetzt zwar um, aber nach dem positiven Feedback haben wir gesagt, das müssen wir verlängern. Und dementsprechend haben wir das auch heute wieder getan. Wir ist in dem Fall ich und der Flo, aber der Flo ist nicht da, macht aber gar nichts. Ich habe aber eine Gästin bei mir, die Dioni Gorla. Und damit ihr nicht nur das eine jetzt da hört, sondern damit ihr nie die Neuigkeiten verpasst, folgt uns am besten auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok, weil da setzt uns auch tanzen. Oder werft uns auf Patreon oder Steady Geld zu, gerne auch unterwegs oder am Trail, also wir sind da ganz flexibel, also wenn es darum geht, dass ihr uns irgendwas zusteckt, tut euch keinen Zwang an. Hey ihr Läufer, Radlfahrer, von mir aus auch Schwimmer, Triathleten, was auch immer ihr seid, ihr habt sicher das ganze Frühjahr hart trainiert, um im Sommer eure Leistung zu bringen, um Abenteuer zu haben, um beim Wettkampf optimal zu performen. Und gerade jetzt im Herbst, wo man noch einmal einen raushauen will, wo man der Saison noch mal den letzten Stempel aufdrücken will und bei einem Marathon, Triathlon, was auch immer, wirklich nochmal seine beste Leistung geben wollen, darf einem nicht die Puste ausgehen. Man braucht die notwendige Energie, man braucht die Konzentration, damit man hier einfach wirklich auf den Punkt seine Leistung bringt. Und aus diesem Grund vertrauen wir vom Laufenden Decken Podcast schon länger auf AG1 von Athletic Greens. Es ist einfach super einfach und bietet dir alles, was du brauchst. In der Früh Wasser rein, einen Messlöffel AG1, schütteln, trinken, es tut gut, es schmeckt gut, du regenerierst schnell und kannst einfach harte Einheit durchziehen, damit du im Herbst, so wie im Sommer, dein Abenteuer, deine Wettkämpfe durchziehen kannst, wie du willst. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Es ist leicht absorbierbar und, wie ich gesagt, in der Pulverform einfach super einfach zu nehmen. Und der Körper kann das echt effizient ausnehmen. AG1 unterstützt deine tägliche Nahrungsversorgung und es ist praktisch und einfach. Es gibt zusätzlich dazu, wenn du jetzt unterwegs bist, bei welchen Urlauben, Reisen, was auch immer, gibt es die praktischen Travel Packs und es gibt echt keine Entschuldigung, wo man nicht auf Athletic Greens ersetzen kann. Wenn auch du von den Vorteilen von Athletic Greens profitieren willst, dann geh auf athleticgreens.com/laufendedecken und du bekommst bei einer AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und eben 5 dieser wirklich, wirklich praktischen Trailbacks zu jeder ersten Abo-Bestellung dazu. Neue Kunden erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zum Wohnungsbacken dazu. Und nun zurück zur Sendung. Wie ihr bereits gesehen habt, wahrscheinlich auf unserem Instagram-Profil, haben der Flo und ich eine schwedische Marke ausprobieren dürfen, die Laufkleidung herstellt. Und zwar YMR Track Club. Die kommen, wie der Name schon sagt, direkt aus der Leichtathletik. Und was sie ganz besonders auszeichnet, sind die Materialien, die sie verwenden, also das Gewebe, bitte fragt mich jetzt nicht ganz genau, woraus es ist, aber sie verwenden einerseits Merino-Wolle, also für alle, die auf Merino-Wolle stehen, sei das ans Herz gelegt. Alle anderen, so wie wir, die jetzt da mit Wolle nicht so viel am Hut haben, aus diversen Gründen, für die gibt es auch andere Dinge, und zwar hauptsächlich sind es Oberteile, das heißt mit oder ohne Ärmel, dann kurze Hosen plus Socken, also so Kompressionssocken, hohe Stutzen und Caps. Das Ganze ist echt angenehm zum Tragen. Also da wir haben das jetzt getestet und muss man sagen, ja, geht gut. Die Kleidung ist für Track-Einheiten und Straßenlauf sicher gut. Ob man es im Trail mag oder nicht, das muss man wirklich selbst entscheiden. Das ist ganz bestimmt individuell, ob man das verträgt oder nicht. Das liegt halt auch daran, dass zum Beispiel das Obermaterial von den T-Shirts ein bisschen ein
Netzstoff ist. Das ist super atmungsaktiv, aber wenn man eben dazu neigt, dass man blutige Nippel hat, sollte man das vielleicht einmal auf einer kürzeren Distanz testen oder sonst abkleben, weil sonst kann es halt sein, dass es ausschaut wie nach einem Krieg. Und die Hosen, Innenmaterial, super, super angenehm. Wir haben auch eingenäht so eine Tasche fürs Handy. Die ist jetzt dafür ein Long Jog cool. Auf der Bahn wird man es sowieso nicht verwenden, weil auf der Bahn und Handy. Aber für intensive Einheiten ist es mir persönlich ein bisschen zu weit, die Tasche. Also da, das muss man testen. Auf alle Fälle, vom Stil her, das Ganze so ein bisschen Retro-Vintage-Geschichte. Man ist definitiv ein Styler damit. Und die ganzen Sachen sind ja vom Preis her in Ordnung. Plus die ganze Marke versucht, das recht nachhaltig zu gestalten. Und so gesehen kann man sagen, Daumen nach oben, probiert es aus, schaut es euch mal an, ob das euren Stil entspricht. Wenn ihr auf deren Seite im Shop den Code Podcast angibt für uns, dann kriegt ihr 20% Ermäßigung. Und die Lieferung hat auch gut funktioniert. Also anschauen, ausprobieren, glücklich sein. Aber damit ihr auch das bekommt, wofür ihr eigentlich jetzt eingeschaltet habt, sage ich gleich mal, hallo Dioni, wie geht's da? Hallo, ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Eine große Freude meinerseits, dass du gekommen bist, weil du bist, wie soll ich es mal sagen, noch relativ jung mit 25, Fragezeichen, 25, ja. und bist aber dein ganzes Leben lang schon, Läuferin und auch in sehr, sehr jungen Jahren jetzt da sozusagen am Berg unterwegs. Wie bist du zum Laufen an sich gekommen und wie bist du dann vom rechten Weg, von der Straße abgekommen auf den Berg? Ja, ich habe ziemlich früh angefangen mit dem Laufen. Also mit 5 Jahren habe ich Leichtathletik gestartet und eigentlich seitdem habe ich nie aufgehört. Nachdem ich mit der Leichtathletik irgendwann so ein bisschen durch war, halt zu langweilig um 1000 Runden im Stadion zu laufen, bin ich dann so ein bisschen auf die Straße übergegangen und auch auf längere Distanzen, damals so 10 Kilometer, als ich noch Teenagerin war. Und irgendwann kam es dann zum Marathon. Aber da ich in Griechenland erstmal groß geworden bin und in der Stadt groß geworden bin, wo ziemlich viele Berge auch sind, kam es eigentlich immer dazu, dass ich auch so ein bisschen auf dem Trail gelaufen bin und in der Natur halt auch viel war. Und deswegen kam es auch eigentlich immer ziemlich easy dazu, dass ich auch auf dem Trail gelaufen bin. Und dann, als ich irgendwann nach Deutschland gezogen bin, nach dem Abitur, bin ich auch oft dann in den Alpen gewesen und halt auch Rennen bin ich dann bestritten, auch in den Alpen, auch ein bisschen länger dann, auch mich ein bisschen auf der Ultradistanz versucht. Und genau, seit ich jetzt in Innsbruck wohne, seit 2 Jahren, laufe ich eigentlich jetzt nur noch Trail, weil es einfach mehr Spaß macht auch. In Innsbruck etwas Flaches zu finden, ist ja jetzt auch nicht ganz so einfach, weil da ist eine Stadt und rundherum ist es halt bergig. Wobei, du bist ja wirklich früh schon, also normalerweise sagt man ja so, ja, Marathonläuferinnen, das ist halt, du fängst halt kurz an und später wird man dann irgendwann mal länger. Aber du bist ja wirklich schon ganz, ganz früh am Marathon unterwegs gewesen. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Wann hast du quasi auf die Langdistanz schon gewechselt? Also mein erster Marathon war, glaube ich, mit 19, wenn es mich nicht täuscht. Das war auf der Straße. Und wollte einfach erstmal die Distanz schaffen. Bin nach dem Ziel ziemlich hart umgekippt. Also es war schon sehr hart, auf jeden Fall beim ersten Mal.
Beim zweiten Mal lief es auch schon wieder deutlich besser und dann habe ich so gemerkt, dass mir diese Distanz oder die längere Ausdauerdistanzen einfach mehr liegen und mehr Spaß machen. Und genau, den ersten Ultra bin ich dann, den ersten richtigen Ultra in den Bergen bin ich dann mit 21 gelaufen. Der war dann 80 Kilometer direkt. Das war dann schon mal ein bisschen länger wieder. Aber ich habe halt gemerkt, okay, mir macht es irgendwie mehr Spaß, dieses mittlere Tempo zu finden und einfach durchzuhalten, Kopf ausschalten und weiter. Und so ein bisschen diese mentale Sache, die bei den langen Distanzen mehr kommt, die finde ich einfach sehr reizend auch. Ja. Mhm. Ja, wobei, du hast, also von dem, wo du gesprochen hast, das war, glaube ich, der Zugspitz Super Trail XL, die 80. Mhm, genau. So ja. 2017, 2018 war quasi offenbar so das testen wir das mal an, dieses Ultralaufen. Und bist aber jetzt, wenn ich so sehe, eher in der Distanz zwischen Halbmarathon und Marathon angekommen, was für mich immer so die, wie würde ich das beschreiben, so die eine richtig brutale Strecke ist, weil es nie ein Cruisen ist, sondern immer auf Tempo, also es ist immer auf Zug. Egal wie, das, ja. Also da läufst du dann auch alle Anstiege. Ja, das stimmt. Macht dir das Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also beim 80er, wo ich gelaufen bin, habe ich gemerkt, okay, also sehr viele Anstiege muss man schon hiken, wenn es halt auch sehr steil wird vor allem. Und genau, also bei den kürzeren zwischen 20 und 50, sagen wir mal, läuft man schon sehr viel durch, wenn es jetzt nicht ultra steil wird. Genau, also dass ich das irgendwie jetzt gerade mehr, also viel, viel cooler finde, weil man auch so ein bisschen Schnelligkeit reinbringen kann und halt auch nicht Grundausdauertempo läuft, sondern schon auch am Limit die ganze Zeit. Das finde ich ja ziemlich cool gerade. Ja. Also deine Zeiten sind ja auch sehr schnell. Also du warst ja beim Marathon schon dort, wo viele, viele, viele Menschen überhaupt gar nie hinkommen. So auf, ich glaube, 2,46. Ich glaube, es war 46 irgendwas, war die Bestzeit. Und bist jetzt auch am Trail immer ganz vorne zu finden. Ist das Ziel wirklich internationale Spitze, also quasi das Profi-Dasein jetzt für die nächsten, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre so durchzuziehen? Also hast du das früh angefangen? Das ist ein bisschen Kindheitstraum von mir, halt vielleicht einen Tag halt mal wirklich eines Tages halt von dem Sport auch leben zu können, zumindest halt tue ich halt gerade schon, aber das ist wirklich so schon, ja, so ein Kindheitstraum, wirklich eine Zeit lang zumindest nur zu laufen. das reizt mich irgendwie extrem, dieses Ziel, deswegen trenne ich halt auch jeden Tag härter meistens und also so mit dem Hinterkopf habe ich es auf jeden Fall. das habe ich vorher gemeint, auch mit dieser neuen Generation im Sinne von, du bist nicht irgendwann mit 25, 30 draufgekommen, oh, Laufen ist toll, sondern du hast ja wirklich schon früh, früh angefangen und das Ganze, es hat sich jetzt eben in die Richtung Trail und Sky Race oder Speed Trail quasi verlagert, aber es ist immer quasi wirklich auf Leistungssportniveau gewesen. Wenn man sich deine Rennen anschaut, ist es insofern auch ganz spannend, weil die sind jetzt da, in meinen Augen alles Speed Trails. Also ist es für, was reizt dich an einem Wettkampf? Ist es der Wettkampf Frau gegen Frau? Ist es der, das, eine gewisse Zielzeit zu erreichen? Oder ist es
die, oder was ist es? Weil du hast jetzt nicht so die, weiß nicht, die wahnsinnig brutalen Sky Races zum Beispiel drinnen, was du da siehst, sondern es ist eher wirklich ein geschwindigkeitslastig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Also ich mag es halt gern, auch über laufbare Trails zu laufen, weil man da einfach wirklich sehr viel laufen kann, nicht hiken muss unbedingt und auch schnell runterlaufen kann, ohne da groß zu trippeln oder so. Wenn es halt ein Easy Trail ist, kann man da auch recht schnell runterlaufen und wirklich voll aufs Tempo gehen, was mir extrem Spaß macht. Aber ich muss sagen, im Training mag ich sehr, sehr gerne auch technischere Trails zu laufen, wo vielleicht mal eine leichte Kletterstelle drin ist oder genau hochalpines Gelände. Das mag ich am liebsten, muss ich sagen, im Training. Aber ich merke gerade, bin ich echt einen Tick besser noch im laufbaren Teil als im sehr technischen. Vielleicht, weil ich halt auch von der Straße ein bisschen vorher komme und halt die Geschwindigkeit so ein bisschen in den Beinen irgendwie noch drin habe. Aber genau, deswegen laufe ich eher die laufbaren Trails. Aber zum Beispiel jetzt der OCC beim UTMB, den fand ich so mit am coolsten, weil er schon anspruchsvoll war. Also es war jetzt keine Vorstraße, aber es war jetzt auch kein Sky Race. Also es war deutlich laufbarer als ein Sky Race natürlich. Aber es wird ziemlich viel Single-Trail-Anteil. Ich würde sagen, keine Ahnung, 80%, 85%. Aber alles diese coolen Chamonix-Trails, die halt nicht ultra-technisch sind oder so, die man wirklich auch gut laufen kann, hoch und runter. Und das finde ich so wirklich am coolsten gerade, ja. Also alles, was so in dieser UTMB-Woche ist, außer der PTL und der TDS, sind ja wirklich gute Single Trails, aber es ist halt kein verblocktes Geröllfeld, sondern das ist ja wirklich, wirklich schön zu laufen. Also es macht wirklich Spaß, dort einfach nur herumzulaufen. Ich kenne jetzt dann die Strecke von den Anfang vom OCC nicht, weil ich glaube, ab der Hälfte ungefähr müsste ja deckungsgleich sein mit dem CCC und dem UTMB, da hinten raus quasi? Nicht ganz, das ist ein anderer Anstieg. Der Anstieg vom UTMB und CCC, der ist deutlich steiler noch und deutlich technischer. Der vom OCC geht immer in einer leichten Steigung hoch zu La Plégère. Also es ist nicht dieser Anstieg flacher über die Straße und dann gerade rauf, also diese Serpentinen rauf, ist es nicht. Ich dachte, das ist derselbe Anstieg. Genau. Okay. Nee, also der ist ziemlich cool, der Anstieg. Aber genau, der Anstieg von OCC ist deutlich, in Anführungsstrichen, laufbarer. Ich bin den jetzt nicht gelaufen, weil ich war ziemlich tot an dem Punkt dann auch dieses Jahr. Aber man kann immer zwischendurch so 100 Meter laufen, dann wieder kurz hiken, 100 Meter laufen, kurz hiken. Und beim anderen ist es da deutlich steiler noch. Also den muss man, glaube ich, durchhiken. Hm. Genau, also die OCC-Strecke ist generell ja nie richtig steil, außer die Passage, die dieses Jahr geändert haben. Bei Trient geht's dann einen anderen Anstieg hoch als letztes Jahr. Mhm. Und der ist so der steilste Anstieg fast zum gesamten, vom ganzen Rennen. Aber es gibt immer noch zwischendurch immer irgendwelche Teile, die man gut laufen kann, wo man sich so ein bisschen ausruhen kann von der Muskulatur dann wieder und auch wieder pushen kann. Das ist schon nicht zu steil. Wobei du jetzt gesagt hast, du bist da nicht gelaufen. Man muss aber dazu sagen, du bist 24. Frau geworden. Also du bist jetzt nicht, und du warst ziemlich fertig. Du bist jetzt trotzdem nicht irgendwo ins Ziel gekommen, sondern du bist schon so ganz vorne unterwegs gewesen. Ich habe jetzt nicht geschaut. Du läufst ja für Deutschland, obwohl du in Innsbruck wohnst. Aber ich glaube, du warst zweit- oder drittbeste Deutsche. Weil die Kim Schreiber war noch und die, wie heißt sie? Ömus, heißt sie, glaube ich. Daniela. Daniela, ja. Aber das war ja
aus deutscher Sicht quasi auch ein super, super starkes Damenfeld. Ja, auf jeden Fall. Da drittbeste Frau zu sein, ist jetzt da auch nicht nix, sozusagen. Also, vor allem auch mit einer, ich glaube, es war irgendwie 7 Stunden 13 oder so, bist du ins Ziel gekommen. Also das ist für 55 Kilometer mit 3.500 Höhenmeter. Ich glaube, da ist es ja 3.500 Höhenmeter. Das ist schon mal eine Ansage. Also das muss man schon auch mal machen. Ja, es war sehr, sehr gut besetzt, auch dieses Jahr, wie immer eigentlich. Mhm. Ja, ich bin leider die letzten 2 Stunden bin ich extrem eingebrochen. Ich weiß es nicht, warum, aber ich bin teilweise Flachabschnitte extrem langsam gejoggt, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Und die Anstiege halt komplett durchgehiked. Ich war einfach komplett leer vom Energielevel, obwohl irgendeine ich Ahnung, extrem warum? Gegessen habe. Also, keine Ahnung. Oh, okay. Mhm. Ja. Also ich habe sehr, sehr viel gegessen. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gegessen in einem Rennen. Jede halbe Stunde wirklich ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate reingestopft, sodass ich immer auf 80 kam, was für mich sehr viel auch ist. Wie machst du das? Also bist du Gel, Getränk, Müsli-Riegel? Oder wie nimmst du zu dir? Also vor allem Gels. Ich hatte jetzt 15 Gels mit. Im Durchschnitt halt 2, irgendwas pro Stunde. Und dann zusätzlich noch 2 isotonische Getränke mit Zucker drin. Und dann noch habe ich eine ganze Banane gegessen im Rennen aufgeteilt. Und ein Müsli-Riegel. Also ziemlich viel. Ja, und ja, ich war trotzdem leer zum Schluss. Ja, ich bin immer fasziniert, wenn Menschen quasi feste Nahrung wie Müsli-Riegel oder so im Wettkampf, wenn es wirklich der Puls hoch ist, auch noch essen können. Also ich selber bin da ja eher, ich habe ein Problem mit Kauen und Schlucken dann, wenn der Puls zu hoch ist. Deswegen bin ich immer fasziniert dann. Ja, es ist schwierig auf jeden Fall, weil es auch im Mund ziemlich trocken wird dann. Man muss halt, finde ich, immer Wasser dazu schlucken, sonst trocknet alles aus. Aber es hilft mir sehr, wenn ich so ein bisschen Übelkeit habe von den vielen Gels, von dem vielen Zucker, dass ich dann was Festes habe, dass die Magensäure so ein bisschen aufgenommen wird und dass der Magen nicht so übersäuert und nicht so gluckert die ganze Zeit vom ganzen Wasser und Gel und so. Genau, deswegen mag ich es auch gern mit Bananen. Bist du jemand, der einen sehr selektiven oder sehr, sehr einen Magen hat, der schnell mal sagt, du, das, was du da gerade tust, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee in deinem Leben. Also hast du öfter mal Magenprobleme im Wettkampf? Ja, schon, wenn ich nicht drauf aufpasse. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen raus, was ich vertrage und was gar nicht. Und da achte ich halt extrem drauf. Ich vertrage halt sehr gut die Gels von Powerbar persönlich. Ich nehme jetzt dann auch gar keine anderen Gels. Wenn ich jetzt keine mehr habe, dann esse ich lieber eine Banane, die ich dann auch gut vertrage. Oder Chips vertrage ich auch sehr gut im Rennen, wenn es nicht zu viel ist wieder. Aber genau, ich habe eher einen empfindlicheren Magen als einen robusteren. Deswegen muss ich das schon sehr drauf achten. Aber wenn ich schon drauf achte, geht es eigentlich schon ganz gut. Okay. Ja. Apropos robust, nachdem du ja schon seit quasi direkt nach dem Gehenlernen quasi mit Leichtathletik angefangen hast, bist du vom Bewegungsapparat und so weiter robust, weil du es einfach von klein auf gelernt hast, oder bist du auch jemand, der alle 2 Jahre, so wie manche andere, quasi wirklich einmal wieder Pause hat, weil irgendwo irgendwas halt kaputt ist oder wehtut? Ja, also ich habe
noch nie wirklich Holzklopfen eine sehr schlimme Laufverletzung gehabt. Ich habe halt immer wieder schon Achillesprobleme, Knieprobleme oder so, aber halt nie sehr schlimm. Also es ist mal ein Zwicken hier, ein Zwicken da, was ziemlich normal ist, glaube ich auch. Und eigentlich noch nie wirklich eine schlimme Laufverletzung oder ein Bänderriss oder irgendwie sowas. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich versuche auch immer sehr auf meinen Körper zu hören. Das heißt, immer wenn mir irgendwas wirklich wehtut, ein paar Tage hintereinander mache ich einfach mal eine Woche komplett Pause oder ein paar Tage, bis ich wirklich nichts mehr vom Schmerz spüre. Und dann ist es meistens auch wieder weg. Also wenn man am Anfangsstadium von der Überlastung aufhört, dann geht es meistens von alleine weg und es wird gar nicht erst zur Verletzung, was ja auf jeden Fall dann Ja. besser ist, denke ich, ja. Hast du da einen Unterschied gemerkt jetzt zwischen Straße und Offroad? Weil ja, die Straße ist halt schon, ist, also für mich persönlich, meinen Bewegungsapparat zum Beispiel, oder was ich auch von anderen höre, die Straße ist halt extrem brutal, weil du bei einem Marathon halt 42.000 Mal genau die gleiche Bewegung machst. Und am Trail passierte das halt auch nicht. Da kannst du zwar aufhauen, dann hast du dir vielleicht das Knie aufgeschlagen, aber du hast halt nicht immer diesen ganz genau gleichen Schritt und nicht die, wenn du irgendwas ganz minimal falsch machst, haust du es dir halt 42.000 Mal zusammen. Hast du da einen Unterschied gemerkt von früher zu jetzt? Jein, also ich muss sagen, ich habe mehr Achillesprobleme, seitdem ich Trail laufe. Wahrscheinlich wegen der Steigung, denke ich mal. Auf der Straße habe ich weniger Achillesprobleme gehabt, dafür dann mehr Hüftprobleme. Also ich denke, bei Okay. mir ist es ungefähr ähnlich aufgeteilt. Okay. Ja. Was auch noch auffällt, ist ja, dass du und dein Freund, also der Moritz, ihr seid ja beide von der Flottensorte und kommt ja beide von der Straße. Also quasi vereint einen das ein bisschen, dass man sagt, jeder weiß, was der andere quasi durchlebt und kann sich gut austauschen. Weil es erinnert mich so ein bisschen an Kilian Jornet und die Emily Forsberg, die ja auch beide, bei denen war es jetzt weniger auf der Straße, sondern bei denen ist es halt das super brutale Sky Race, wo sie zu Hause sind. Und haben sich dadurch quasi getroffen oder sind auf einer Wellenlänge. Hilft das jetzt im Training oder im Austausch, dass der andere sagt, hey, schau mal, mach das einmal so und umgekehrt? Also versteht Auf man jeden sich, Fall, also ja? ja. Also jeder kann von dem anderen, denke ich, ein bisschen was abgucken oder lernen. Das hilft schon sehr. Vor allem versteht man den anderen halt direkt, wenn irgendwas wehtut oder wenn was gut läuft oder was schlecht läuft, egal ob jetzt positive oder negative Sachen. Man versteht den anderen eigentlich immer direkt und das ist auf jeden Fall ja ein guter Pluspunkt. Ja, weil mir ist es ja insofern aufgefallen, weil du beim Innsbruck Alpine dieses Jahr den 42er gelaufen bist. Und da hat ja der Moritz kommentiert und hat gesagt, ja, na, quasi im Training, also quasi er weiß, was du gemacht hast und deswegen glaubt er, dass du ja ganz vorn mitspielen wirst. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet, weil man im Livestream quasi nachgeschaut habe dann. Und da ist mir das aufgefallen und habe gedacht, es ist eigentlich ganz geil, wenn der andere weiß, quasi um deine Stärken und Schwächen und die auch fachkundig beraten kann. Das ist, ich finde das eigentlich ganz, ganz, ganz hilfreich. Ja, das ist echt ganz cool, ja. Also allgemein jetzt auch beim Laufen hilft das auf jeden Fall sehr und auch generell von den Gefühlen her oder so, wenn der andere mal verletzt ist oder so, dann weiß man genau, wie man auch mit dem anderen umgehen kann, ohne dass man den jetzt ja vielleicht zu, wie soll ich das sagen, ja, zu sehr nervt oder so. Also zum Beispiel, Ich hab wenn dir man ja jetzt gesagt, du sollst vielleicht mal Stabi nicht auf machen. so.
Ja, genau, solche Sachen wären dann falsch. Ja, ist ja jedes Mal das Gleiche. Genau. ja, macht ihr eigentlich gemeinsam auch eine Saisonplanung? Ich meine, du bist Profi, im Endeffekt, er ist Profi, aber macht man eine gemeinsame Saisonplanung? Weil man mich erinnert es ein bisschen an zwei Schauspieler, wenn man sagt, wenn die jetzt dauernd verschiedene Filme drehen würden, dann sagt man so, oh ja, beide sind auf Tour, toll, wir sehen uns viermal im Jahr, toll, toll. Beim Laufen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber schaut man, dass man zumindest im selben, bei denselben Veranstaltungen dabei ist, oder ist es völlig unabhängig? Weil ich glaube, ihr lauft ja auch nicht für denselben Sponsor, oder doch? Doch, ja. Doch, bei dir weiß ich, dass du für Adidas läufst. Bei ihm wusste ich es nicht. Okay, stimmt dir das ab aufeinander? Ja, mehr oder weniger. Also das macht es auf jeden Fall sehr einfach, auch dass wir beide bei Adidas sind. Dadurch sind wir bei den gleichen Trainingscamps. Beide sind wir immer dann bei denselben Teamtreffen etc. Das macht es auf jeden Fall einfacher, als wenn wir jetzt bei zwei verschiedenen Sponsoren wären und jeder hat sein eigenes Trainingscamp etc. Das wäre halt auf jeden Fall ja nicht so einfach. Aber auch bei den Events schauen wir schon, dass wir ja an ähnlichen Events vielleicht teilnehmen, dass unsere Key Races sozusagen die gleichen vielleicht sind, mehr oder weniger. Also jetzt, wir machen schon unsere individuellen Race-Kalender, aber wir stimmen schon so ein bisschen aufeinander ab. Ja, schon. Apropos Race-Kalender, es gibt ja mittlerweile ein paar. Wie fange ich an? Also früher war es mal so, dass man gesagt hat, oh, es gibt von den Langdistanzrennen gibt es einerseits, was weiß ich, den Western States und den UTMB und von mir aus noch drei, vier andere wirklich große Rennen in der ganz langen Distanz. Dann gibt es eine Sky Racing World Series und dann hat es eben schon langsam und halt lokale Dinge. Und dann hat es angefangen, okay, dann gibt es die Golden Trail Series. Jetzt da ist der UTMB quasi von der Ironman Group gekauft worden. Es gibt diese UTMB World Series. Und wo zieht es dich hin? Schaust du einfach nur welche Rennen oder willst du quasi bei irgendeiner Serie vorne mitspielen? Also wie geht man das als Profi an? Sucht man sich da eine Serie aus oder ist es Rennen zu Rennen? Dieses Jahr war es Rennen zu Rennen auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich bei der Golden Trail National Series im Dachraum unterwegs auch. Da habe ich dann schon ein bisschen auf die Serie geschaut. Aber ich muss sagen, ich mag es lieber, mich auf Rennen zu Rennen zu konzentrieren, als jetzt drei Rennen zwanghaft zu laufen, weil es in einer Serie drin ist. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal auch vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht mal eine Golden Trail Serie wieder laufen. National oder International schaue ich dann, wie es geht. Aber genau, irgendwie mag ich es mehr, mich auf Key-Rennen zu konzentrieren, wie dieses Jahr der OCC, wo ich dann wirklich 6, 7, 8 Wochen wirklich darauf hin trainiere und dann an dem Tag A dann abliefer, als wenn ich Punkte sammel und am Ende dann erst schaue, wie es ja von der Rangliste dann ausschaut. Aber es hat auf jeden Fall auch seinen Reiz, übers Jahr dann sozusagen das bis zum Ende des Jahres dann so zu machen, ja. Glaubst du, das setzt sich durch? Also weil jetzt gerade eben mit dieser UTMB World Series und dieser Golden Trail Series, das sind ja im Endeffekt mit Salomon und der Ironman Group, das sind ja im Endeffekt sehr potente Sponsoren, die da ja auch ein bisschen in den Markt pushen. Glaubst du, das setzt sich durch oder bleiben diese Einzel-Events einfach für sich sehr reizvoll, weil einfach die Destination oder das Rennen cool ist? Also hast du einen Tipp für die nächsten paar Jahre, wo du sagst, so oder so, dorthin entwickelt sich's?
Also ich finde es sehr cool, dass es so Serien auch gibt, weil das den Sport einfach extrem weiterbringt. Vor allem jetzt bei Golden Trail, World Series vor allem, wird das halt auch extrem gut über Livestream übertragen, mit Drohnen, mit Läufern, die hinter dem ersten oder zweiten Läufer herlaufen. Also das finde ich schon sehr, sehr cool. Das gibt es in sehr wenigen Rennen auf der Welt, bei Trailrunning jetzt. Und das, finde ich, bringt den Sport auf jeden Fall extrem weiter. Also es gibt halt auch höheres Preisgeld als bei anderen. Das reizt natürlich die Top-Top-Läufer sehr. Und das macht es halt auch extrem spannend, wenn halt verschiedene Rennen übers Jahr sind und man alle Rennen eigentlich mitverfolgen kann über Livestream. Und man freut sich halt schon auf das nächste, dass man es halt verfolgen kann. Also ich finde das schon sehr, sehr cool. Ja, also ja, wenn es jetzt nur die Einzelrennen geben würde. Ich glaube, der Mix macht es ein bisschen, ja. Guter Punkt, weil ich muss sagen, die Übertragung, die Streams und die Technik, mit der das Ganze quasi mitverfolgt wird, auch mit 2 bis 3 Menschen, die das kommentieren, die sich auch mit dem Ganzen auskennen, und du hast Kameraläufer und E-Bike, Mountainbike, also ich glaube, die Geschichte mit den E-Mountainbikes hat dem Ganzen extrem einen Auftrieb gegeben, plus diese Bildstabilisierung, weil auch wenn man jetzt den UTMB oder den OCC, also diese ganze Woche sich anschaut, wie intensiv da das Ganze betreut wird, es ist halt schon erheblich spannender wie ein Marathon. Weil ein Marathon ist halt zum Zuschauen, ja, also das ist wie Wetterpanorama schauen. Und irgendwann fängt es halt zum Regnen an, also sprich einer läuft durchs Ziel. Und beim Trailrunning ist es halt wirklich ein bisschen Taktik drinnen, wer macht wann seinen Move, wer schaut, dass er also nicht den anderen bergauf ein bisschen ausnimmt quasi, oder wer spielt bergab seine Technik aus, keine Ahnung. Also da gibt es ja wirklich coole Videos von Duellen, wo Menschen wirklich quasi am Limit versuchen, ihre Taktik durchzupeitschen, und wenn man das dann auch live verfolgt, selbst wenn das Rennen wie jetzt da beim UTMB 20 Stunden dauert, es ist halt auch 20 Stunden lang spannend. Und das, also das, ich glaube, das hat es dem Ganzen schon ganz viel Publikumsnähe gebracht. Oder ich glaube, das kann vor allem so in den breiten Sport ganz gut ankommen. Und da ist natürlich so eine Serie schon sehr hilfreich, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Also mit der Live-Übertragung und alles, was die da gerade hinkriegen. Vor allem, ich finde, ab diesem Jahr ist es nochmal krasser als letztes Jahr. Also das ist schon mega, mega cool. Ja. Ja. Das wird dann auf jeden Fall den Sport nochmal bekannter machen, mehr Reichweite geben, und dass die Leute halt auch wissen, dass man in den Bergen laufen kann. Weil ich glaube, viele Menschen in der Stadt, die halt wirklich weit weg von den Bergen wohnen oder von irgendwelchen Trails, wissen gar nicht, dass man in den Bergen laufen kann. Und das ging mir halt wirklich so, dass ich, als ich in Düsseldorf noch gewohnt war, dass die Leute einfach wirklich nicht wussten, dass man auf den Berg laufen kann und nicht einfach nur durch den Wald. Und ich glaube, dass bei der Sache hilft es schon sehr, dass man dann auch ein bisschen mehr vom Sport zeigt. Ja, wobei, Düsseldorf und Berge ist jetzt nicht unbedingt so auf du und du. Also. Nee, auf keinen Fall. Ja, also das ist in Innsbruck, ja, wenn man in Innsbruck zu jemandem sagt, ja, wenn du in Innsbruck zu jemandem sagst, naja, am Berg kannst du laufen, sagt der, ja eh, weiß ich. Und also das ist sehr gegendabhängig, ja. Ja, auf jeden Fall, aber ich meine, also die können sich gar nicht vorstellen, dass man auf den Berg laufen kann. Also bis die halt wirklich einen Läufer sehen. Also die denken, dass man Außerirdische ist, wenn man da nicht vorbeiläuft viel. Aber einen Marathon kennen die halt. Also deswegen, ich glaube, das ist halt schon, dass der Sport einfach noch nicht diese Reichweite hat. Auch bei den Leuten, die halt den Sport nicht betreiben. Und ja, das denke ich, wird sich schon im nächsten Jahr noch ändern. Auf jeden Fall. Nein, ich glaube, da sind diese Übertragungen auch sehr hilfreich, weil momentan, früher noch viel mehr, aber momentan ist auch noch so Marathon. Also es gibt, ich glaube, 2 Dinge, die Menschen kennen. Marathon, Ironman.
Das ist so irgendwie angekommen in der Breite, so, okay, du machst einen Ironman, das ist viel weit hoch, puh, und Marathon, das ist laufen schnell weit, Ende der Geschichte. Und wenn dann irgendwer fragt, ja, was hast du denn letztes Wochenende gemacht? Und du sagst, ja, ich war laufen, ja, wo und wie? Und du sagst, ja, 100 Kilometer, so und so viele 1000 Höhenmeter. Dann ist es einfach so, wenn du sagst, 17 Billionen Euro, das ist einfach viel. Und, also nicht vorstellbar, also nicht quantifizierbar. Und dann sagen sie, ah, ist es so weit wie ein Marathon? Und du sagst so, naja, so zweieinhalb Mal so weit. Aber das ist einfach, es ist eins, zwei, viele. Weil es ja, einfach ja, im eigenen Weltbild so überhaupt nicht vorkommt, wie weit das ist. Oder, ja. Oder und das Traillaufen auch oft, wie du vorher gesagt hast, Hiken ist. Also das Speedtrails sind ja noch Laufen, aber also ganz ehrlich, an 100 Kilometer Lauf, jeder, der sagt, ich laufe das durch, der spinnt. Das funktioniert ja, das halt stimmt. Nicht. Nee, auch die Besten von den Besten hiken da auf jeden Fall viel, ja, aber ja. Ja, es ist auf jeden Fall nicht nur Hiken. Ja. Aber noch eine Frage zu der Anzahl der Rennen, weil du hast pro Jahr, wenn ich es jetzt so verfolge, irgendwie so 4-5 Events, auf die du dich stürzt. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie dazwischen noch kleine, keine Ahnung, Volksläufe unter Anführungszeichen einstreust, einfach nur, weil sie gerade da sind. Aber ist es ungefähr diese Größenordnung, wo du sagst, das will ich machen? Oder würdest du dich lieber auf 2 konzentrieren oder eher auf 10? Also es gibt ja Menschen, die einfach, die sammeln Rennen und es gibt Menschen, die sagen, ich laufe den Hard Rock, den Western States, Ende, das war's. Mhm. Ich denke, bei mir mag ich es am liebsten, wenn es ein Mittelding ist, also nicht 2-3 Rennen im Jahr, weil dann mache ich mir halt auch viel zu viel Druck. Für diese 3 Tage, wo ich das Ganze lieber trainiere. Und wenn ich dann, keine Ahnung, einfach einen schlechten Tag habe, dann bin ich halt dreimal so enttäuscht, als wenn ich vielleicht mehrere Rennen mache. Deswegen, ich denke, 10 oder 15 Rennen von einer Marathon-Distanz wären auch zu viel. Mhm. Aber so, ich schätze, so bei mir ist die perfekte Dosis jetzt so 6-7. Und dazu dann auch vielleicht ein paar Trainingswettkämpfe, die dann entweder ein VK sind oder maximal 20 Kilometer. Mit 1000 Höhenmetern, also wirklich jetzt nicht zu schnell und viel Distanz. Und danach vielleicht nicht komplett am Limit laufen. Aber es sind auf jeden Fall, ja, ich schätze ungefähr 3 Rennen pro Jahr, die halt wirklich Fokusrennen sind. Dann nochmal 3-4, die halt B-Rennen sind und der Rest ist dann einfach so mitnehmen. Mhm. Also du machst es auch tatsächlich wirklich so mit. Ja, du machst es auch wirklich so mit, nennen wir es mal Aufbauwettkämpfen und Training durch Wettkampf. Und nicht Training, also, dann ein Wettkampf. Ja, ich mag es auch, zum Beispiel ein VK oder einen 20-Kilometer-Lauf einfach so einzubauen, den ich dann bei 98% laufe und nicht bei 150. weil das auch für meinen Kopf einfach einfacher ist, dann an dem wirklich wichtigen Wettkampf abzuliefern und nicht ultra nervös und gestresst zu sein und den Körper so unter Druck zu setzen, dass dann gar nichts mehr geht. Und wenn ich dann zum Beispiel 3 Wochen vorher einen kurzen habe, vor dem wichtigen, dann nimmt es mir extrem viel Stress und Druck weg. Und ich suche mir dann meistens auch Läufe aus, die nicht so stark besetzt sind, dass ich halt mentalen Push kriege, wenn ich dann auch eher vorne platziere. Ja, wobei eher vorne platziere, wenn man Innsbruck ist jetzt da vielleicht nicht der UTMB, aber so schlecht besetzt ist er jetzt auch nicht. Und der Eiger oder, also was man bei dir sieht, ist, dass du in ganz, ganz viel in der Dachregion läufst, beziehungsweise erweitert, also Frankreich, Italien, also alles so in
in greifbarer Nähe. Du bist jetzt da offenbar nicht jemand, der, keine Ahnung, in Madeira, Neuseeland, Brasilien und weiß ich nicht, irgendwo herumfliegen muss, sondern gefällt es dir jetzt einfach in der Gegend so oder sagst, ich möchte das jetzt einmal machen und später das andere oder wie kommt's? Ja, vielleicht, weil ich auch noch nicht so viele Trail-Wettkämpfe gemacht habe, will ich mich auf jeden Fall erstmal auf die Region hier fokussieren, weil es mir auch extrem sehr gefällt, halt in den Alpen zu laufen. Und ja, also ich denke dann auch, warum um die halbe Welt zu fliegen, wenn es so coole Rennen neben der Haustür gibt, auch allein wegen Nachhaltigkeit, finde ich das ja absurd, wenn man jetzt ja für einen Marathon jetzt nach Australien fliegt, nur um mitzulaufen und halt neben der Haustür fast noch kein Wettkampf gelaufen ist. Also das finde ich so ein bisschen ja komisch. Ja. Aber auch, weil ich die Alpenregion sehr mag, laufe ich sehr gern hier erstmal die Wettkämpfe. Und ich werde jetzt im Herbst aber auch nach Cape Town mal fliegen. Okay. Mal außerhalb von Europa auch nochmal einen Wettkampf mitzunehmen. Das ist dann auch einer der Hauptwettkämpfe dieses Jahr. Und ja, also da will ich dann auch mal ein bisschen was anderes auf jeden Fall mal machen. Aber was läuft du da? Den 35er oder den 60er? Oder den genau, das weiß 55. ich noch nicht ganz, ob ich beim Cape Town Marathon mitlaufe, das wären dann 46. Oder den 3 Wochen später UTCT, da würde ich die 35 laufen. Dann entscheide ich mich gerade noch, welchen ich mache, welchen von den beiden. Genau, die sind dann aber beide im Herbst. Und ja, das wäre dann was außerhalb von Europa. Aber sonst, ja, bin ich auf jeden Fall hier unterwegs. Ja, nein, ich finde das auch sehr gut. Also der Flo und ich, wir nehmen das auch immer gerne und oft mit, weil wir sagen, viele sagen, ja, na, du musst unbedingt, ich mein, ja, ich will irgendwann einmal in Hongkong laufen, weil ich einfach glaube, dass dieser Hongkong 100 geil ist. Und ich will unbedingt mal in Transsilvanien laufen, weil ich will unbedingt diese Fledermaus-Medaille haben. Fertig. Aber grundsätzlich. Und ja, man könnte sie sich selber schnitzen. Nur, es gibt so viele schöne Rennen in der Gegend hier, also gerade in den Alpen, es sind so viele Trail-Wettkämpfe. Wenn man jetzt nur sagt, ich möchte schöne Rennen machen, dann kann ich das alles mit dem Zug machen oder ich muss nicht weit fahren. Ja, genau. Ich habe deswegen gefragt, weil wenn du jetzt so sagst, du machst es professionell oder du willst davon leben, kann man sich es dann auch wirklich aussuchen, dass man nur unter Hochkomma, jetzt dann nicht im Sinne von abwertend nur in der Gegend, sondern dass man in der Gegend bleibt oder ist es dann notwendig, dass man für den Sponsor, fürs Ranking, für was auch immer herumreist auf Dauer? Dass man sagt, ich muss mal den und den Wettkampf gemacht haben, weil das brauche ich für mein UTMB, ITRA, bla, irgendwas Ranking. Oder der Sponsor hat gesagt. Ich denke ja und nein. Also man muss jetzt nicht, nur wenn man Vollprofi ist, dann um die Welt reisen. Aber ja, wenn ich jetzt noch einen Tick besser werde, sagen wir mal, würde ich schon auch mehr reisen und dann ein paar besser besetzte Rennen einfach aussuchen, die dann internationaler sind und einfach von der Konkurrenz einfach deutlich höher sind als jetzt irgendwelche Local-Rennen hier. Das schon, aber solange ich halt noch nicht Weltklasse bin, sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja, dass ich jetzt um die halbe Welt reise, um 15. zu werden oder 10. Oder was auch immer. Ja, da laufe ich dann lieber hier mittelklassige Rennen, bis ich dann den nächsten Step dann mache und dann ja halt ja höhere Rangliste dann habe, auch in den besser besetzten Rennen. Ja, das ist eher so mein Plan erstmal. Wobei ich mir ein bisschen schwer tue schon fast, dass ich sage, da geht es gar nicht mehr weiter, viel weiter nach oben, weil wenn du beim Marathon de Mont Blanc irgendwie 35. wirst und beim OCC
24. glaube ich, oder 25. 24. Dann bist du ja, also so auf der Türschwelle zu ganz oben. Also da ist ja nicht mehr viel Luft, oder? Und du bist ja auch schon. Also ich merke das. Ja, also du bist ja auch schon quasi umgezogen nach Innsbruck, um, oder ich glaube, das war einer der Mitgründe, um quasi das wirklich als Vollprofi leben zu können. Ah, genau, also, aber ich merke, dass ich noch in der Entwicklung eher bin, als dass ich mein Limit erreicht habe. Ich merke das halt von Jahr zu Jahr, dass mein Körper sich noch mehr an technischeres Gelände und dann langen Steigerungen dran gewöhnt, und ich noch lange eigentlich nicht das Maximum erreicht habe, so finde ich es zumindest, und mein Trainer sagt das halt auch, deswegen werde ich einfach probieren, wirklich bis es nicht mehr geht, weiterzulaufen und halt viel zu trainieren und fokussiert zu trainieren, und wenn ich irgendwann merke, okay, es geht einfach nicht mehr, kann ja auch sein, dass ich irgendwann mein Maximum erreicht habe und gar nicht erst bis ganz oben komme. Das kann ja auch sein, das ist halt so. Aber ich merke zumindest jetzt, dass ich noch nicht das Limit erreicht habe. So. Deswegen versuche ich das so langsam aufzubauen mit meinem Trainer gerade und halt nicht zu schnell zu übermotiviert zu werden und mich zu früh abzubrennen in die Richtung. Bist du da dabei eher ein Daten- und Zahlen-Nerd oder bist du jemand, der sagt, ah, eigentlich habe ich eh nie Uhr um und ich weiß schon, wo Zone 1 und Zone 3 ist und wie ich laufen muss? Also da gibt es ja die völlig konträren Ansätze oder wie man tickt. Wie bist du da gepolt? Mittel, würde ich sagen. Also ich bin jetzt kein extremer Freak, aber ich gucke schon sehr gerne auf die Pace und auf VO2max und Analyse vom Training, erst recht von Intervallen und vor allem auch bei Wettkämpfen. Also ich schaue da schon jeden Tag drauf, wie mein Puls gerade zu Pace passt, wenn ich flach laufe. Am Berg ist es jetzt nicht ganz so relevant, aber dass ich halt zum Beispiel bei einer Zone 2 laufe, wirklich in Zone 2 bleibe und nicht in Zone 4 reinrutsche oder Zone 3, weil das dann auch gar keinen Sinn macht, wenn man am nächsten Tag Intervalle zum Beispiel hat und jetzt am Vortag eigentlich einen lockeren Lauf hat und dann halt, trotzdem in Zone 4 reingeht, das bringt halt vom Training her nichts. Also darauf achte ich zum Beispiel und generell bei der Auswertung und so weiter, dass ich halt auch nicht in die Überlastung gehe oder zum Beispiel, wenn ich mich ein bisschen müde fühle oder krank und der Puls einfach 10, 15 Schläge höher sind, dass ich dann halt auch nicht übertreibe zum Beispiel, ja. Und wie schaut es bei dir mit dem Rest aus? Also wenn man jetzt so sagt, du schaust schon, dass du jetzt da nicht, weiß ich nicht, der Trainer sagt 140er Puls und läufst mit 160, weil es gerade so schön ist, also ich könnte das gut nachvollziehen, aber schaust du auch wirklich rundherum wirklich drauf, dass du sagst, ich schaue auf, wie viel trinke ich pro Tag, welche Nährstoffe nehme ich zu mir, also welche Nahrungsergänzungen und wie ernähre ich mich und bekomme ich genug Schlaf und so weiter und so fort, oder ist es eher so Gefühl, also bist du da wirklich sehr strukturiert oder bist du eher so, ich lasse mich mal treiben und schau mal, was passiert? Ich bin da schon eher strukturiert, würde ich sagen, vor allem wenn es um Schlaf, Regeneration, Nährstoffe und so geht. Ich achte schon auch sehr auf meine Ernährung, weil es mir auch Spaß macht. Ich nicht möchte, dass ich jetzt nur noch Mist esse, weil ich Bock drauf habe, sondern ich ernähre mich schon ziemlich ausgewogen, würde ich sagen, vegetarisch und sehr viel Gemüse etc. Aber auch vom Schlaf schaue ich da, dass ich Minimum 9 Stunden jede Nacht kriege,
was manchmal auch schwer ist. Aber ich merke, dass mein Körper einfach 9 Stunden braucht jede Nacht, damit ich halt mich regeneriere und dass ich mich auch gut fühle bei dem Tag und mich konzentrieren kann, wenn ich mittags ein komplettes Loch habe und schlafen muss. Aber manchmal merke ich, dass ich auch Mittagsschlaf brauche, dann lege ich mich einfach hin. Manchmal bin ich wach genug, dann mache ich es nicht. Da schaue ich dann nach Gefühl eher. Und Nahrungsergänzungsmittel, da nehme ich eigentlich jeden zweiten Tag Eisen, weil ich da sonst Mangel hätte. Mhm. Und ja, so ein paar Vitaminsupplemente und B12, da ich kein Fleisch esse. Ja. Aber das eher so ein bisschen nach Gefühl oder wenn ich halt im Sommer mehr schwitze, versuche ich da auch ein bisschen mehr zu nehmen als im Winter, wo ich weniger schwitze. Ja. Und da schaue ich so ein bisschen auch nach Gefühl, dass ich da nicht überdosiere. Apropos guter Einwand, weil du gesagt hast, im Sommer mehr schwitze. Das ist ja ein Thema, wo es die diversesten Ansätze gibt. Mit viel Schwitzen auch während dem Wettkampf. Früher, so in den 80ern, war ja das allheilbringende Mittel für alles im Laufen, nimm Magnesium. Am besten 17 Kilo pro Stunde oder so, bis man drauf kommt, vielleicht hilft das jetzt nicht immer und überall. Und von vielen hört man halt, ja, Salztabletten dann und dann und dann nehmen. Also ich habe das übernommen von Menschen, die immer wieder mal Krämpfe gehabt haben, also bis hin zu Ganzkörperkrämpfen, die gesagt haben, wenn du lang unterwegs bist, alle 2 Stunden eine Salztabletten, alles ist super. Jetzt habe ich zum Beispiel von unserem Trainer, der hat gesagt, er nimmt pro Stunde 2 Salztabletten. Ich habe gesagt, sag einmal, du musst ja nachher schon wie so ein panierter Fisch ausschauen vor lauter Salz. Trainer in Salzkruste, oder wie nennt man das dann? Nimmst du sowas während dem Wettkampf auch? Weil, dass du sagst, Gels ja, aber wenn der Wettkampf länger geht, bist du da krampfanfällig und musst jetzt auch quasi mit Salz arbeiten? Oder ist das was, wo du sagst, na, pff, egal? Ja, also das hatte ich vorhin vergessen. Genau, bei OCC jetzt habe ich eine Salztablette pro 2 Stunden genommen, aber die war eher niedrig dosiert. Davor habe ich es, glaube ich, noch nie gemacht, aber es hat mir extrem geholfen, weil ich da ja auch immer sehr viel Muskelkrämpfe kriege, so ab 3-4 Stunden bei der Hitze, die auch jetzt da war am Donnerstag letzten. Und da hat es mir extrem geholfen, weil ich gar keine Krämpfe hatte. Und zum Beispiel beim Mont Blanc Marathon, da ging es mir halt von vorne bis hinten extrem schlecht. Aber ich habe halt nach 2 Stunden habe ich nur noch mit Krämpfen gelitten, bis ich halt ins Ziel gekommen bin. Und da habe ich dann die Salztabletten halt natürlich nicht genommen. Und jetzt beim OCC habe ich das schon gespürt, dass es extrem viel bringt. Aber im Training nehme ich es eigentlich nie. Da ja, im Training, es sei denn, ich laufe jetzt extrem lange, aber da ist es auch meistens von der Schnelligkeit her deutlich geringer als natürlich beim OCC. Und da brauche ich jetzt, finde ich, kein Salz unbedingt. Ja. Oder nicht so viel, weil in den Gels ist es auf jeden Fall auch Salz drin. Da bevorzuge ich, muss ich sagen, eher nach dem Training ein großes Stück Bergkäse zu essen, als mir Salztabletten was zu stopfen. Das ist schon besser, leckerer. Ja, es ist glaube ich, also wenn man auf den Geschmack quasi steht, ist es glaube ich auch ein wirklich guter Ausgleich zu zuckerhaltigen Gels, weil egal welche Marke auch immer es ist, also ich muss jetzt eine Lanze brechen für diese sauteuren, wie heißen die? Ein amerikanisches Speednut habe ich jetzt da gerade gekostet. Spring Energy. Spring Energy Gels. Die sind auch echt lecker, glaube ich. Genau, die sind sehr gut, aber
Auch die, also egal, ob das jetzt der Powerbar, Mountain, Spring Energy oder was auch immer ist, also so nach dem 10. oder 15., egal welche Geschmacksrichtung, irgendwann wird es halt schon auch eher quälend, sich das süße Zeug reinzustopfen. Und ich glaube, da ist so ein Berg, sind nachher also in die Richtung, das kann schon beruhigend wirken. Ja, so, wenn es Bergkäse gibt an Verpflegungsstationen, ist das das Erste, dass ich zugreife nach Banane, weil ich es auch gut vertrage und wegen dem Fett, da lutsche ich da halt gern drüber, die ganze Zeit dann. Aber auch nach dem Training fühle ich mich einfach deutlich besser, wenn ich so ein Stück Bergkäse einfach esse und das vielleicht noch in Nussbutter irgendwie tauche oder so. Und ja, also jedes Gel ist irgendwann auch zu viel, glaube ich. Also das stimmt leider. Bergkäse mit Nussbutter, das ist aber schon eine resche Mischung. Ich finde es also, extrem lecker. Ja, also, man lernt nie aus. Also ich bin ja ein Fan von während dem Rennen Salatgurke in Salz getaucht. Die gute alte Trail-Gurke. Ja, weil es ist im Endeffekt Wasser und man kann es dann abschlecken und hat dann das Salz mit ein bisschen Geschmack. Oh, das hört sich gut an. Ja, das funktioniert wunderbar. Ja, das probiere ich mal demnächst aus. Ja, also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Apropos demnächst, was, du hast gesagt, du hast den Cape Town noch auf der Liste dieses Jahr. Hast du eine kurzfristige Planung? Offenbar ja. Also was steht da noch drauf und wie schaut quasi der Weg aus? Wo sehen wir dich in 2 Jahren, 3 Jahren, wo du sagst, da will ich eigentlich hin? Auch rennmäßig jetzt, also von welche Rennen? Ja. Also dieses Jahr habe ich nicht mehr so viel geplant. Also ich werde jetzt in 1,5 Wochen bei den Infinite Trails mitlaufen. Dabei jetzt mit dem 15er, weil es eher kurz nach OCC ist. Und ein VK hier in der Ecke in Innsbruck, also jetzt nicht mehr so lange Sachen, außer dann Cape Town. Und dann für nächstes Jahr habe ich mir eigentlich vorgenommen, habe es noch nicht wirklich geplant, muss ich sagen, aber auf jeden Fall wieder um die Marathondistanz rum, knapp drunter, knapp drüber, aber dann wahrscheinlich eher relativ früh in die Saison starten, also gegen März, April auf jeden Fall, dann nicht erst im Mai, Juni und dann vielleicht ein paar mehr Rennen zu laufen im ganzen Jahr. Und genau, also aber ich weiß es noch nicht ganz, welche Rennen genau ich dann laufen werde. Also das habe ich mir noch nicht ganz überlegt, muss ich sagen. Aber ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren werde ich erstmal bei der Distanz bleiben. Also Marathon bis 60, also viel drüber glaube ich eher nicht. Vielleicht 71er, aber eher so die Marathondistanz. Aber mich reizt es extrem, auch mal wieder ein 100er zu machen und vielleicht noch ein bisschen drüber zu gehen. Aber ich merke halt gerade noch, dass ich noch nicht ganz bereit dafür bin. Nicht von der Ausdauer, sondern ich weiß nicht, ich mag gerade wirklich den Speed beim Wettkampf. Und bei einem 100er hast du halt natürlich weniger Speed. Und man ist halt von der Grundschnelligkeit einfach ein bisschen langsamer. Und ja, irgendwie macht es mir gerade mehr Spaß einfach. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen besser, wenn es ein bisschen schneller wird. Deswegen lasse ich es erstmal mit den ganz langen Dingern. Aber so in 3 Jahren stelle ich es mir schon vor, ein bisschen längere Sachen auch zu machen. So Richtung 100 Kilometer. Aber ich glaube auch nicht jetzt 100 Meilen oder so. So, das wird es eher, glaube ich, noch nicht. Aber man weiß es nicht. Da hast du auch, glaube ich, noch einiges an Zeit, weil die 100 Meiler, also 100 Meiler sind jetzt da, glaube ich, auch nicht so der Fokus, glaube ich, wenn man jetzt dann noch unter 30 ist. Also, weil es ist halt die Geschwindigkeit nicht so hoch. Also
Das kann man wirklich bis zum höheren Alter, glaube ich, machen. Was mich noch sehr interessiert ist, also erstens, wenn du früh anfangen willst im Jahr, der Lindkogel Trail in Niederösterreich ist sehr zu empfehlen. Irgendwas mit 20, irgendwas mit 30, also ich glaube 35 und der längere war jetzt der 54 mit, keine Ahnung, 2000 irgendwas Höhenmeter. Also den kann man schon in 5,30er Schnitt oder so oder unter 6er Schnitt laufen. Also das ist schon was, da ist alles laufbar. Ja. Und der ist im März, ich glaube im März, das war mein Vorbereitungswettkampf für den IATF, also für den Innsbruck. Genau in die Vorbereitung dort für den 100er war das, der 50er war quasi der B-Wettkampf davor. Mega. Und er ist wirklich sehr, sehr schön und gut erreichbar. Bist du eigentlich eine Wiederholungstäterin? Also, dass du sagst, ich laufe dasselbe Rennen öfter, um zu schauen, wie ich mich quasi entwickle. Und ich kenne die Strecke schon, weil das hilft ja oft auch, dass man weiß, wo man attackieren kann. Jein, also den IATF, also beim Innsbruck Alpine, den Marathon bin ich jetzt dreimal in Folge gelaufen, weil es halt vor der Haustür ist. Aber eigentlich bin ich eher der Mensch, der halt immer was Neues ausprobieren möchte. Was ich dann meistens mache, ist einfach vor den wichtigen Rennen zumindest die Strecke zu checken. Also, dass ich weiß, wo kann man schnell laufen, wo langsam. Wie sieht die Strecke aus, technisch, untechnisch, schnell, flach, etc. Und das ist das eher, was ich mache, als 2, 3, 4 Mal das gleiche Rennen hintereinander zu laufen, um zu wissen, wie es ausschaut. Okay. Ja, weil ich finde, das macht dann schon mal noch mehr Reiz, wenn man was Neues einfach läuft und eine neue Challenge hat und so weiter. Vor wichtigen Rennen checke ich meistens die Strecke, zumindest 2/3 von der Strecke, dass ich die kenne. Machst du das schon wichtig? Ja. Kurz vorher oder lange vorher? Also sagst du so, ich reise jetzt, weiß ich nicht, 2 Wochen vorher an? Oder ist es was, wo du sagst, wenn das Rennen nehmen wir jetzt den OCC her, ich will wissen, wie der OCC ausschaut dieses Jahr, ich fahre schon mal hin im April, einfach um dann schon zu wissen, worauf ich mich einstelle. Also ist es eher eine langfristige Geschichte oder kurz vorher? Also beim OCC jetzt zum Beispiel kannte ich die Strecke von letztem Jahr in Chamonix, wo ich war, so ein bisschen vor Mont Blanc Marathon und den Rest bin ich dann 1,5 Wochen vorher abgelaufen. Wenn die Strecke jetzt nicht allzu lang ist, dann mache ich es auch 1 Woche vorher oder 2. Oder ich mache es teils, teils. Wenn es zu weit weg ist, dann etappenweise ein bisschen. Ja, aber es also maximal 1,5 Wochen vorher, wenn ich jetzt lange am Stück laufe. Also jetzt nicht 2, 3 Tage vorher noch schnell die Strecke checken, weil das stresst eher, finde ich. bevor ich dich entlasse in deine Regeneration, auch dazu noch eine Frage, nämlich wie lange hast du nach einem, nehmen wir jetzt mal einen längeren Lauf, also einen 40er oder 50er, wie lange regenerierst du danach, bevor du wieder in einen Trainingsblock reinstartest? Also wie schaut's nach dem Rennen aus, quasi die nächsten 2, 3, 4, 5, 10 Wochen, keine Ahnung? Also nach dem Marathon mache ich meistens 1 Woche bis maximal 1,5 ruhiger und dann starte ich wieder ins Training rein. Jetzt nach dem OCC wird es, denke ich, ähnlich sein, wahrscheinlich eher 2 Wochen, bis ich wirklich wieder voll trainieren werde. Aber ich merke, heute ist der 4. Tag, wo ich komplett Pause habe. Ich bin nur ein bisschen gehiked in den letzten Tagen seit dem OCC. Und heute merke ich extrem Drang zum Laufen, muss ich sagen. Deswegen werde ich dann morgen eine Runde laufen gehen, aber ganz, ganz locker. Jetzt am Sonntag werde ich dann
Long Run machen, aber ganz easy. Nicht allzu viele Höhenmeter, nicht allzu schnell. Und das wird dann wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen genauso sein. Keine Intervalle oder so. Aber danach werden dann wieder die schnelleren und härteren Einheiten kommen. Ich bespreche das aber eigentlich immer mit meinem Trainer, der das Training eigentlich immer für mich plant. Also zum Glück muss ich das nicht alles selber planen. Und genau, dann schauen wir einfach, wie ich mich fühle, wie mein Körper sich anfühlt, ob ich irgendwelche Schmerzen habe. Und wenn alles okay ist und mich bereit fühle, auch wieder Vollgas zu geben im Training, dann starten wir eigentlich. Aber so plus minus. Aber dein Körper und der Trainer haben quasi das letzte Wort. Ja, der Kopf will meistens deutlich früher schon anfangen. Ja. Meistens ist es eher der Körper. Ja, das kennt man vor allem, wenn es gut gelaufen ist und sagst, ah, geil, jetzt da gleich weiter, super. Ja, genau, das ist echt gefährlich, aber. Ja. ja, cool. Ich bin quasi einmal in meinem Kopf die ganze Reise durchgegangen. Hast du noch etwas, wo du sagst, was würdest du gerne noch irgendwie mitteilen oder sagen, hey, schaut euch das an, probiert das mal aus. Ist irgendwas, wo du sagst, möchte ich noch unbedingt loswerden? Also ich finde es generell wichtig, dass man auf den Körper hört und nicht unbedingt an irgendwelche Meinungen, die andere Leute sagen, die für die vielleicht passt, zum Beispiel in Sachen Training, Sachen Ernährung, dass man so ein bisschen selber rausfindet, was zu einem passt und nicht sagt, ja, den Riegel ist der eine immer beim Wettkampf, den nehme ich jetzt auch, zum Beispiel jetzt einfach, also dann verträgt man den nicht. Aber es ist eher die Sache, dass man vom Körper her auch so ein bisschen schaut, wie man mit dem Training klarkommt oder wie viel man trainieren kann, weil es gibt ja auch zum Beispiel Läufer, die 200, 250 Kilometer laufen können. Ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das werde ich auch wahrscheinlich nicht können, weil mein Körper das einfach nicht kann. Und wenn man dann ja sich an andere Leute richtet, kann man halt auch ja viel falsch machen, denke ich. Und wenn man sich ein bisschen besser auf seinen Körper dann richtet, allgemein ist das, denke ich, so auch am besten. Genau, auch in Sachen Gewicht, in Sachen Ernährung allgemein jetzt. Also genau, es gibt kein Idealgewicht zum Beispiel. Also wenn man sich bei normalen Kilozahl wohlfühlt und nicht unterernährt ist, und der andere unterernährt ist und trotzdem selbe Leistung abliefert, dann muss man jetzt nicht unbedingt hungern, um jetzt zum Beispiel schnell zu sein. Also das ist, finde ich, nicht gut. Ja, wohl wahr. Also das ist, glaube ich, was, wo viele ein bisschen damit hadern, mit bin ich athletisch genug, schlank genug, passt meine Figur für das, was ich da gerade tue, und im Endeffekt, ja, also wenn man sich das anschaut, bei den österreichischen Abfahrern, naja, Zahnstocher sind die alle Kanne. Und der Dominik Paris hat einen Oberschenkel, was bei mir 2 sind. Und die Leistung ist aber top. Also man muss halt immer schauen, was passt für einen selber. Eben. Ja, also genau. Das ist, manche Dinge sind halt in der einen Richtung ein Nachteil, aber andererseits ein großer Vorteil, weil es muss halt jeweils auf die Person passen. Und das Es gibt keine, wenn du das tust, ist es dann toll, Formel, weil sonst würde es ja jeder verwenden. Ja. Genau. Super, aber ich glaube, das war ein wirklich cooles Schlussstatement. Das sollte sich jeder und jede hinter die Ohren schreiben. Die einzigen, glaube ich, die wichtig sind, auf die man hören sollte, ist man selber. Und mit diesen Worten von dir, würde ich mal sagen, entlassen wir alle in den Morgen, den Tag, den Abend, die Nacht. Und ich sage danke.
War großartig. Danke, ich auch. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, super. Danke. Ciao. Danke. Ciao.